Moin, liebe Lüt. Die Nacht war sehr ruhig, sehr angenehm. Jetzt die Sonne schon raus und wir kriegen so einen ersten Eindruck davon, wo wir hier sind. Schaut doch mal. Jetzt kommt auch allmählich die Sonne, brennt sich durch die Wolken durch. Wir sind oberhalb der Baumgrenze, was in der Schweiz heißt, hier ist auch Campen erlaubt. Und dass wir oberhalb der Baumgrenze sind, erkennt man auch daran, wie aufgebläht sich hier dieses Tetrapack hat. Wir sind also in Höhenlage. Die Luft da drin hat sich ausgedehnt. Aber jetzt fangen frisch gestärkt können wir dann die Tremola erkunden. Das ist nämlich hier das, was ihr da eben gerade gesehen habt, die historische Route über den Gotthardpass. Hier heißt es, glaube ich, wo ich jetzt stehe, ich komme jetzt also von Norden und fahre diese Strecke Richtung Süden, Richtung Italien. Hier heißt es, glaube ich, noch nicht Tremola. Wir fahren gleich im Anschluss ans Frühstück ein kleines Stück den Berg hoch. Ab dort, bergab die Strecke, das heißt dann auch tatsächlich Tremola. Da steht es dann auch am Weg dran auf der Karte, die ich jetzt hier mir offline runtergeladen habe. Das ist ein wunderschönes Stück Straße. Ich glaube, es soll Weltkulturerbe werden oder es ist bereits Weltkulturerbe. So, ein bisschen Bräunung möchte ich aber auf der anderen Seite auch noch haben. Das heißt, von der Seite kriegen die noch einen. Jo, jetzt haben wir einen Bräunungsgrad. Kann ich hier abschalten. Dann ist automatisch, auch wenn die Zeitschaltuhr noch weiterläuft, hier die weitere Hitzeentwicklung raus. Angeschmolzen, aber noch nicht weggeschmolzen. Und mein Kühlschrank hat hier in der Höhe nämlich auch ordentlich nachgelegt. Ich habe den gestern noch kräftig runtergeregelt, weil er aber auf minus 6 Grad macht er. Und jetzt bin ich bei plus 1,7. Da ist eine Butter nicht mehr streichzart. Fangen wir mit der Salami an. Ja, das ist mein Übernachtungsplatz gewesen hier. Dieser Teil heißt wohl noch nicht Tremola. Oben am Museum, am Pass, da geht dann das Streckenteil ab, das dann auch Tremola heißt. Aber es ist eigentlich derselbe Aufbau. Wir haben hier also Kopfsteinpflaster mit den Steinsäulen an der Seite. Da drüben sehen wir mal drei, auf der Seite auch zwei, die mal neu gesetzt sind. Das zieht sich hier so durch. Das wird also auch immer erhalten im alten Stil. Wenn es denn doch mal schief geht, sieht es so aus. Da hat sich also einer ordentlich was weggerissen, als er hier den hier weggerammt hat. In der Dunkelheit, bei Nacht. Das Ganze dann doch nicht so ganz unter Kontrolle gehabt. So rum gehört er. Kann man noch erkennen, was es für ein Hersteller gewesen ist. Das sieht hier doch nach einem Volkswagen-Symbol aus. Der hat sich hier jedenfalls an dem Poller verewigt und seine Reste hier gelassen. Manchmal fliegt ein Poller auch weiter. Da hinten liegt nämlich einer im Grün. Der ist also ein bisschen weggeschleudert worden. Das könnte der Poller gewesen sein hier, ne? Da ist nämlich auch, da fehlt auch einer. Schleuderrichtung, da ist aber Dampf dahinter gewesen, wenn der bis dahin geflogen ist. Da oben seht ihr den eigentlichen Gotthardpass. Ganz typisch hier die Galerien, durch die man so durchfährt. Schade, dass ich gestern so im Dunkeln hier angereist bin, weil sich hier hochzuarbeiten, das sah schon sehr interessant aus. Ich habe auch den Vierwaldstätter See passiert. Und auch den habe ich nur im Dunkeln so ein bisschen erahnen können. Also das war echt schade. Aber es wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass ich den Vierwaldstätter See sehe. Beim nächsten Mal plane ich mir da aber mehr Tageslicht ein. Und hier oben ist auch ein kleiner See. Ist jetzt schon ziemlich frisch hier. Aber es geht noch. Lässt sich noch mit dem Pullover, lässt sich's aushalten. Kleiner Morgenspaziergang zum Wachwerden. Hier an der Stelle sind dann noch einige
Abstellplätze. Also da hinten sehe ich jetzt drei Wohnmobile, die da stehen. Neben dem schwarzen Schaf steht noch ein Franzose. Wanderer und Radfahrer habe ich hier schon einige heute Morgen gesehen, während ich gefrühstückt habe. Da läuft das Wasser den Berg runter und speist sich dann irgendwann hier in den Bach rein. Fließrichtung ist diese. Ich denke mal, über den normalen Gotthardpass zu fahren, statt des Gotthardtunnels. Und der normale Pass wird schon ein Erlebnis sein. Aber der Tremola, der wird noch mal eine Nummer unterhaltsamer sein. Den Stellplatz habe ich bei Park von Night so rausgefunden. An einem großen Felsen. Da ist noch mal ein großer Felsen, wo das französische Wohnmobil draufsteht und auch einen richtig schönen Blick hat und einen festen Stand. Und hier habe ich heute Nacht gestanden. Auch da bin ich jetzt ja von den Pollern abgedeckt gewesen. Da konnte keiner dahin fahren, wo ich jetzt stehe. Ich habe mir jetzt hier diese Reflektoren geholt, Magnetfolie, im letzten Video schon einmal angezeigt. Wenn dann von dort Fahrzeuge kommen, dann wird denen also schon vom Weiten entgegengeleuchtet. Achtung, hier steht ein schwarzes Schaf. Machen wir uns auf den Weg. Als erstes auf den Gipfel oben, da ist ein kleines Museum, wenn ich das richtig weiß. Und da fängt dann auch die Tremola an. Immer wieder haben wir Haltebuchten. Auch auf der anderen Seite hätte man gut stehen können heute Nacht. Hier ist offensichtlich eine Bergwachtstation. Ein geiler Anblick. Tremola kann, oder dieses Teilstück kann auch abgesperrt werden hier. San Gottardo. Ja. Festungswachtkorb 1942 bis 2003. Unverkennbar sind wir auf Wolkenhöhe. Da drüben haben wir ein ganzes Fort. Da werde ich gleich auch noch mal rüber gucken. Da ist das Restaurant. Wir sind also offensichtlich schon auf der höchsten Stelle des Passes. Denn das hier ist kein Fels. Das sieht nur so aus. Das ist in Wirklichkeit Beton. Und hat hier seinen versteckten Beobachtungsposten. Ja, das dürfte auf einer Luftbildaufnahme schwer zu erkennen sein, dass das hier eigentlich eine Befestigungsanlage ist. Also hier haben wir die kleine Ausstellung, die könnt ihr für 20 Franken kriegen. Oder ihr fahrt hier mit der Metro, die fährt in regelmäßigen Abständen. Darüber. Hier oben ist kein WC, das ist extra durchgestrichen und da ist es dann in der historischen Festung. Das Ganze, die große Runde, kostet dann 25 Franken oder Kombi-Ticket. Dann könnt ihr nämlich auch noch das andere Museum drüben besuchen. Da seid ihr bei 29 Franken. Ich mache natürlich die große Runde, ne? Dann wollen wir rein in den Sasso del Gottardo. Kinder haben schon mal Spaß, es hallt ordentlich. Die kleine Runde soll so 45 Minuten dauern, die große circa 2 Stunden. Ich habe locker genug Zeit, um mir hier alles anzugucken. Im vorderen Teil ist es noch so 14, 15 Grad, nachher hinten 8 Grad. Das ist natürlich ein Thema. Schneefriese. Damit hat man das Ganze dann also auch begehbar gehalten.
Ja, wer es bis hierher geschafft hat, der hat es dann aber nicht mehr weiter geschafft. Wir sind hier tief im Gotthard. Ich merke was an den Lichtern. Immer wenn ich dichter rankomme, dann dimmen die auf heller. Das ist also offensichtlich eine Stromsparmethode hier. Kaffee gibt es übrigens auch hier drin. Haupteingang sind wir gerade hochgegangen, den Quergang sind wir hier hochgegangen. Hier sind wir jetzt gerade. Das da ist geschlossen, der Teil. Große Kaverne. Goethe mit WC, Wunderkammer, Kristallkaverne. Das sind natürlich ursprünglich ganz anders genutzte Bereiche gewesen. Ne? Energiekaverne und da geht es zur Metro. Da gibt es den Kaffee. Hier sind dann auch Türen verbaut. Das ist hier ein Schwung wärmer. Schöne Lichtinstallation. Wie Wassertropfen. Hier können wir auch schön sehen, wie ich gestern gekommen bin hier. Da bin ich über den Rhein, nicht ganz bei Schaffhausen. Bin dann hier Luzern, Vierwaldstätter See, auf dem Ostufer hochgefahren. Bin jetzt hier auf dem Gotthard. Ich werde auf dieser Seite, denke ich, wieder runterfahren. Ja, genau, Ticino. Und dann an den Lago Maggiore. Sprich in das Mikrofon, um das Echo zu hören. Es ist wirklich in diesem Bereich hier der Ausstellung deutlich wärmer jetzt, wo ich mich ein bisschen akklimatisiert habe. Eine Jacke brauche ich hier nicht. Der Pullover ist wirklich ausreichend. Goethe am Gotthard. Goethe war hier. Ja, wo war Goethe eigentlich nicht? Der war ja auch damals so ein Reisender, ne? Auch so eine getriebene Seele. Goethe, Schweizer Erinnerungen. Der Gotthard selbst, wundersamer Eindruck dieses Gebirgs, der sich in eine fixe Idee verwandelt, die ich nie losgeworden bin. Aus Goethes Notizen zu Dichtung und Wahrheit. Das ist jetzt der Bereich, in dem wir jetzt gerade sind. Große Halle. Da sind wir gerade, hier ist der Mythos. Dann geht es hier weiter. Das ist nachher die Metrostrecke. Und dann steigt es hier im Berg aber auch kräftig an. Zur Festungsanlage. Hier schließt sich so ein bisschen ein Kreis zum Wacken Open Air. Denn Gotthard gibt es auch als musikalische Band. Das ist eine Heavy Metal Band, die 1992 in Lugano in der Schweiz gegründet wurde und als eine der erfolgreichsten Bands der Schweiz gilt. Über 3 Millionen Platten weltweit verkauft. Kurzer Ausschnitt von 1986. Über die militärische Nutzung dieser Anlage. Da sehen wir den Teil, den ich nachher fahre. Der alte Gotthardpass. Und der ist immer schön beschützt worden. Ne? Unbezwingbar. Das hier ist ein Gemälde von Rudolf Koller, wie die Postkutsche über den Tremola-Pass fährt. Das Bild ist aber dramatisiert vom Künstler. All das gibt es real, aber weiter auseinander. Der Künstler hat das also zusammengezogen, damit das Ganze jetzt auch so dramatisch wirkt. Weiter geht's in der Wunderkammer. Da sind wir jetzt. Bergkristalle. Unheimlich glasklar. Hier haben wir eine Nadelquarzstufe. Wie ist denn jetzt? 500 Meter zu Fuß machen, in der Richtung. Dann gibt es eine Bahn und einen Mitarbeiter. Ja. Und man kann mit ihm auch gehen, in die Festung, alles besuchen. Aha. Dann am Ende zurück auf den Bahn und wieder hinkommen. Und dann kommen wir hier wieder raus. Brauchst du eine Jacke zu mitnehmen? Nein, ich glaube, mit den 8 Grad komme ich klar, ja, die da sind. Ne? Okay. Super. Viel Spaß. Dankeschön. Da ist der Kondukteur.
Diese 80 Meter haben die Soldaten jeden Tag zu Fuß gemacht, mehrmals am Tag. Und nur der Munitionswagen ist hier hochgefahren worden. Jede der vier Kanonen vom Sasso di Pigna haben ein komplettes Ersatzgeschütz. Also hier sind die Ersatzteile, nie zum Einsatz gekommen. Das dürfte der Bereich des ehemaligen Granatenlagers gewesen sein. Hier stehen noch ein paar Stück. Ja, wie er vorhin sagte, die Anlage hat auch vor allen Dingen den Zweck gehabt, gegen Mussolini gerichtet zu sein. Geschütz 2 ist auch noch schussbereit. 1997 das letzte Mal abgefeuert worden. Bogenschuss über die Berge, Maximaldistanz 27 Kilometer. Und alles bereitgelegt, ne? Aber das muss als erstes rein, dann wird es aber erst durchgestopft und dann kommt noch die Treibladung dahinter. Das Gute ist, damit können wir es nicht schussbereit machen, weil ich wollte heute auch nicht mehr schießen. Schön zu sehen, der gezogene Lauf. Und der Verschluss muss dann den ganzen Druck hier abkönnen. Nach dem Geschütz 2 geht es jetzt zur Kanone 1, Geschütz 1, und da ist auch die Terrasse. Hier jetzt auch demontiert. Da habt ihr mal ein Größenverhältnis. Dann gehen wir mal raus, gucken. Oh, die Sonne hat Kraft. Die Sonne hat richtig Kraft. Ein irrer Anblick. Gott hat, du bist wunderschön. Da ist die Windmühle und irgendwo da unten hinter dem Fels steht das schwarze Schaf jetzt und wartet auf mich. Dann haben wir hier noch einiges, so Flugabwehrstellungen im Zweiten Weltkrieg. Die liegen hier vorne. Und da drüben seht ihr das Geschütz Nummer 2, wo ich eben dahinter gestanden habe. Der Kettenvorhang macht es natürlich optisch noch schwerer sichtbar, noch schwerer zu erkennen, wo jetzt wirklich das Geschützrohr rauskommt. Da drüben seht ihr den normalen Gotthardpass mit der Galerie, ganz typisch hier. Das ist ein Anblick. Wunder, wunderschön. Diese Straße hat Mussolini bauen lassen und hat auch die militärische Bedeutung dabei betont, dass sie auch für einen Eingriff auf die Schweiz verwendet werden könnte. Das war wohl auch als Provokation dann gedacht, dass man ein Restaurant dort auf den Passo San Giacomo gesetzt hat. Denn Mussolini hat die militärische Bedeutung des Passes San Giacomo, die Straße, die an die Schweizer Grenze herangebaut worden ist, immer deutlich betont. Hier oben ist das Sasso di Pigna. Und das ist die Strecke, die ich jetzt gleich runterfahren werde hier. Aber ganz langsam. Und in der Feuerleitstelle West haben wir dann die Ausstellung zum Kalten Krieg. Darf dabei natürlich nicht fehlen. 007 Dalla Russia con amore. Liebesgrüße aus Moskau. Die Metro ist 2012 als Ersatz für die Materialseilbahn dann eingebaut worden. Die Schienenanlage ist aber noch original von 1943. Und da heißt es wieder einsteigen. Ich nehme gleich den ersten. Ihr werdet es nicht glauben. Hier im Café gibt es sogar Internet, kostenlos. Kann ich mich einmal updaten, wenn ich meinen Kaffee hier genieße. Jetzt freue ich mich aber auch allmählich darauf, wieder nach draußen zu kommen, in die Wärme und danach ins Tremola. Ui, die haben das Tor zugemacht und die kleine Klappe offen. Na, dann klettern wir hier mal raus, wa? Das war unterhaltsam, das Museum.
ist der Anfang vom Tremola. Und da ist das Museum, da ist der Parkplatz fürs Museum. Da geht's nach Milano. Aber die Strecke wollen wir nicht fahren. Caciola-Lücke, Realp. Viele, viele Wanderwege hier. Auch eine Herberge haben wir hier. Albergo San Gottardo. Und das, wenn ihr ein bisschen Zeit mitbringt, dann kann ich euch das Kombi-Ticket nur empfehlen. Das waren jetzt 4 Franken mehr. Und ihr habt das hier auch alles gleich mit dabei. Der Gotthardpass wird schon seit über 2000 Jahren begangen. Aber erst mit dem Bau der Teufelsbrücke und der Tverenbrücke in der Schöllenenschlucht um 1200 wird der Weg durchgängig begehbar getragen. Ab 1702 haben wir dann einen 64 Meter langen Tunnel, das sogenannte Urnerloch. Das ist also der erste Tunnel, der schon ab 1702 gebuddelt worden ist. Um dieses Urnerloch möglich zu machen, ist mit Schwarzpulver der Granitfelsen weggesprengt worden. Die Brücke soll ein Werk des Teufels gewesen sein, den wir hier in der Darstellung dann auch sehen. Gemäß der Sage hilft der Teufel den Urnern beim Bau. Als Lohn verlangt er den ersten, der über die Brücke geht. Als das Werk fertig ist, schicken die listigen Urner einen Geißbock über die Brücke und prellen den Teufel so um seinen Lohn. Es gibt überall auf der Welt solche Teufelsbrücken. Also es gibt auch in Hamburg eine Teufelsbrücke, die hat eine ganz ähnliche Geschichte. Auch da ging es dann darum, wer als erstes dann über die Brücke rüber geht. HR Giga, den kennen wir eigentlich mehr vom Alien. Hier ist mal eine ganz andere Darstellung von ihm da. So wurde der Eisenbahntunnel vorangetrieben. Der Verkehr in vergangenen Jahren aus. Hier, denke ich mal, haben wir die Tremola. Seit 1929 haben Autos freie Fahrt. Nach dem Zweiten Weltkrieg nimmt der Verkehr stetig zu. Die Straße aus der Kurvenzeit mit den engen Kurven in der Tremola stößt dadurch an ihre Grenzen und wird ab den 50er Jahren komplett erneuert, komplett anders gebaut. Filmgeschichte. Super 8. Los geht's. Auf in die Tremola. 24 Kurven, maximal 3,5 Tonnen. Und hier ist früher der gesamte Verkehr drüber gelaufen. Downhill Assist ist an. Zwölf Kilometer bis Airolo. Die Spitzkehre hier. Immer wieder Buchten zum Halten und zum Schauen. Zu lang darf das Auto hier nicht sein. Da kämpft sich tatsächlich einer mit dem Fahrrad hoch. Entweder der ist unheimlich fit, weil er hat ein ganz gutes Tempo drauf, oder da ist noch ein bisschen Motorunterstützung mit drin. Letzteres, Pedelec. Der Akku im Rahmen war unübersehbar. Und hier ist in den 50er Jahren der Hauptverkehr
Richtung Italien durch die Schweiz durchgelaufen. Kaum zu glauben. Danke, Hubert, für den Tipp. Super. Die haben noch viel Weg vor sich, die beiden. Aber die machen es ohne Motorhilfe. Hier gehen wir mal auf den Aussichtsposten. Ich vermute mal, da unten haben wir jetzt Airolo. Lago Maggiore wird dann das erste Ziel auf der italienischen Seite sein. Druckausgleich musste ich eben dann auch erstmal machen. Wir sind ganz gut von 2000 Metern runtergekrabbelt, ne? Und Kuhglocken hört man.